Die Zinsen werden höher steigen und länger hoch bleiben als zuvor erwartet. Deswegen steigen die US-Renditen weiter, deswegen steigt der Dollar weiter. Also Anleihemärkte und Devisenmärkte sind sich einig, was das bedeutet. Und normalerweise ist all das negativ korreliert mit den Aktienmärkten, speziell mit den Tech-Werten aus dem Nasdaq. Aber die steigen eben auch gleichzeitig. Und das ist das etwas Merkwürdige. Man fühlt sich erinnert an das Jahr 2021, als auch alles stieg, was besonders unprofitabel war im Zuge der ultralaxen Geldpolitik damals. Damals waren die Zinsen bei Null, jetzt gehen sie auf 5% und wahrscheinlich drüber. Kleiner Unterschied, deswegen macht diese Echoblase, die wir derzeit aus dem Jahr 2021 sehen, eigentlich keinen Sinn. Insofern ist das eine Bullshit-Rally aus meiner Sicht, eine Rally, die nicht in irgendeiner Weise fundamental hinterlegt ist. Und natürlich kann man auch in Bullshit-Rallys Geld verdienen, das ist ja gar keine Frage und ich gönne es absolut jedem, der mit Long-Positionen hier Geld verdient. Das ist gar nicht das Thema, nur erwarten Sie bitte nicht von mir, zumal ich hier keine Anlageempfehlungen gebe in diesem Sinne, dass ich Ihnen hier das Wort rede und sage, kauft jetzt irgendwelchen Schrott, weil er einfach weiter steigt. Nein, ich versuche hier das Big Picture zu zeigen, was ist das, was wirklich die Welt der Finanzen im Innersten zusammenhält. Also beschreibe ich das, was hier passiert und sage, das ist eine Bullshit-Rally und die steht jetzt vor dem kleinen Verfall. Gemeint ist der Optionsverfall am morgigen Freitag und vieles dieser Bewegungen, die wir derzeit sehen, ist auf Optionen zurückzuführen, die fast das Marktgeschehen inzwischen dominieren, vor allem die ultrakurz laufenden Optionen, diese sogenannte Zero DTEs, also die noch am selben Tag verfallen. Ich hatte darauf hingewiesen, wir sehen massiv steigende Renditen, etwa hier 6-monatige US-Anleiherendite 6%, die 10-jährige bei 3,8%, Dollar-Renditen rauf, Nasdaq auch, da passt etwas nicht zusammen, also entweder müsste der Dollar runter, müssen die Renditen runter, sonst kann das nicht nachhaltig sein, was bei den Aktien passiert. Schauen wir hier mal den Vergleich an zwischen Kupfer und S&P 500. Kupfer fällt seit einiger Zeit, hat seinen Verlaufshoch schon lange hinter sich, S&P 500 steigt. Schauen wir auf den Dollar, Dollar steigt, S&P 500 steigt auch. Normalerweise haben wir eine positive Korrelation zwischen Kupfer und S&P. Geht Kupfer nach oben, geht der S&P nach oben und genau umgekehrt, fällt das eine, fällt auch das andere. Beim Dollar haben wir eigentlich eine negative Korrelation und jetzt gibt es dann eben solche Kommentare, die ich natürlich zur Kenntnis nehme. Was bringen 5% auf eine Staatsanleihe, wenn ich 20% Kursgewinne pro Tag mit Palantir etc. machen kann? Also solange die Zocker noch Geld haben und das ist ganz offensichtlich der Fall, macht es Sinn, weiter in Aktien zu investieren. Okay, dann sagt jemand hier zum Beispiel, momentan kann man mit Tesla Calls alle 2 Tage so circa 20% mitnehmen etc. Wenn das mal irgendwann schwierig wird, dann schnell raus und dann unser Dauerbär mal wieder. Während manche Kleinanleger gerade 10% oder auch deutlich mehr Rendite gemacht haben, warten einige immer noch auf den großen Rutsch nach unten. Was, wenn der erst 24 kommt etc.? Wie gesagt, ich freue mich über jeden, der hier Gewinne gemacht hat und der weiter Gewinne macht, das ist gar kein Thema, aber ich bin nicht dafür da, irgendein Zockwert Ihnen ans Herz zu legen, mit dem Sie mal schnell irgendwie 10% rausdrehen können in einem Umfeld, das ich als äußerst gefährlich definiere, also konzentriere ich mich auf das Big Picture, das größere Bild und sage, das wird nicht lange gut gehen. Warum? Weil diese Echoblase des Jahres 2021 nicht gut gegangen ist und schon gar nicht gut gehen kann in einem Umfeld extrem hoher Zinsen und weiter steigende Zinsen. Simple as it is, Finanzmathematik könnte man sagen. Übrigens hier die Stimmung nach wie vor recht bullisch. Nach wie vor gibt es mehr Bullen als Bären bei der AAII Privatinvestoren-Umfrage. Also einfach, um das klar zu machen, was für mich hier im Vordergrund steht. Jetzt sprechen viele von einer Rallye und natürlich haben wir von den Oktober-Tiefs jetzt so eine Rallye von 15-16% gesehen. Das ist absolut in line mit den Rallyes, die wir, mit den Bärenmarkt-Rallyes, die wir bisher gesehen haben. Die waren alle so 16-17%. Wenn wir uns allerdings hier mal rechts den Dow Jones anschauen, unter dem Tweet von Sven Hendrickson steht hier, the trend is your friend. Und wenn Sie in diesem Chart einen Trend erkennen, okay, ich nicht. Jedenfalls sehen wir auch beim S&P 500, sind wir da, wo wir schon öfter gewesen sind. Es ist eben klar ein Bruch des Abwärtstrendkanals, aber es ist jetzt nicht so, dass hier alles zwingend nach oben weist, dass jetzt hier ein Beleg erbracht wäre, dass der Bärenmarkt vorbei ist. Vielmehr sehen wir,
dass 8 Aktien bisher für 40% dieser Rallye stehen, nämlich beziehungsweise hier 60% kommen sogar von den FANG plus MNT Aktien, wie Jim Bianco hier sagt. Also es sind ein paar Schwergewichte, die dann die Indizes auch wieder mit nach oben ziehen. All das ist wie gesagt wie so ein Echoballon aus dem Jahr 2021. Das Problem an der Geschichte ist, wir haben halt nicht mehr 2021 und auch eben nicht das geldpolitische Umfeld. Und das sieht man hier etwa: Traders capitulate, abandoning Fed rate cuts bets after CPI spike, also nach den hohen Inflationsdaten und den starken US-Einzelhandelsumsätzen, ist eigentlich komplett ausgepreist, dass es in diesem Jahr Zinssenkungen geben wird. Darauf basierte ja aber letztendlich die Hoffnungsrallye seit Oktober, sagen wir mal, vor allem seit Jahresbeginn. Hier werden die Zinsen gesenkt. Eigentlich ist das vom Tisch, aber dennoch meinen die Märkte, sie könnten, die Aktienmärkte, sie könnten jetzt weiterspielen. Auch die Kryptomärkte übrigens, auch das ist ein Zeichen. Da steigt jeder Schrottcoin wieder in die Höhe. Hurra, das ist sicherlich eine gesunde Rallye. Gestern die Einzelhandelsumsätze sehr, sehr stark. Ich hatte es erwähnt. Zu viel Konsum, zu viel Nachfrage. Nach wie vor das Problem. Warum hat Paul diese Rallye mitbefeuert, der Fed-Chef bei seinen letzten beiden Auftritten? Vielleicht haben wir heute die Antwort darauf bekommen. Sherrod Brown, extrem einflussreich, Vorsitzender des Banking-Komitees im Senat, hat gesagt, naja, die Fed hat ja ein duales Mandat, nämlich Arbeitsmarkt, Vollbeschäftigung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Preisstabilität. Paul würde sich aber viel mehr um die Preisstabilität als um die Vollbeschäftigung kümmern. Und das müsse doch anders werden. All das deutet darauf hin, dass Paul politischen Druck hat vor allem und sich deswegen so, wie soll ich sagen, windelweich äußert und sagt, ja, wir werden halt mal gucken, wie die Daten reinkommen. Weil er sozusagen natürlich nicht gegen die Politik der Demokraten agieren kann. Der politische Gegenwind wird größer. Aber wir sehen, die Animal Spirits, die sind maßgeblich da. Die Financial Conditions lockern sich immer weiter. Dadurch wird die Inflation dauerhafter. Und ich hatte Ihnen mitgeteilt, dass Lael Brainard, die Fed-Vizechefin, ja jetzt ihren Rücktritt erklärt hat, weil sie Top-Beraterin in Sachen Wirtschaft bei Joe Biden wird. Jetzt ist der wahrscheinliche Nachfolger Austin Goolsbee, der jetzt vor kurzem erst der Chef der Chicago Fed geworden ist, nämlich letzten Monat. Der war schon Berater, Wirtschaftsberater bei unter Obama, also jemand, der bei den Demokraten tief verankert ist und hier eine gewisse History hat. Der könnte jetzt also aufrücken und dann der zweitwichtigste Vertreter der Fed werden. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten kommen, Dollar steigt, Renditen steigen, Sie kennen den Sermon, Stocks don't care. Das heißt, die Fed muss dann, wenn das so weitergeht, die Zinsen noch weiter anheben. Das wird dazu führen, dass irgendetwas kaputt gehen wird. Also kommt die Rezession früher, dann kommt der Crash sozusagen der Wirtschaft wie auch vielleicht der Finanzmärkte. Und dann muss die Fed die Zinsen senken. Das könnte der Ablauf sein. Hier sehen wir mal das irre Geschehen an den Märkten. In den letzten 10 Tagen des S&P 500 Futures haben wir 14 Mal Intraday-Swings von mindestens 1% gesehen. Absolut irre, sagt Nomura. Woran liegt das? Naja, an den Kleinzockern und Institutionellen, die mitzocken wollen, die Konsumenten nämlich. Hier mal der Vergleich, Commercial Bank Loans 2022. Und die Jahre davor, wir sehen also, was für eine massive Kreditvergabe vor im letzten Jahr der Fall war. Und die Leute schwimmen offenkundig noch in Liquidität. Also sagen sie sich, wow, das nutzen wir doch. Wir wollen ein bisschen zocke und es wird schon gut gehen auf Dauer. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir mal, 19 der 20 meistgehandelten Optionen waren Zero DTE Optionen, gestern wieder einmal, also Optionen, die noch am selben Tag verfallen, darunter die ersten 7 alleine, alle Tesla, verschiedene Optionen, dann kommt Apple, kommt ein bisschen was Amazon, kommt ein bisschen was Nvidia, Google und so weiter, aber fast ausschließlich Tesla. Also Tesla ist die Nummer 1 hier. Allerdings sehen wir, dass vor dem morgigen kleinen Verfall die Volumina kleiner werden. Wir haben gestern nur
nur in Anführungszeichen 2,7 Millionen Optionen gesehen bei Tesla. Das waren in den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei Tagen über 4 Millionen teilweise. Wir sehen, das Volumen geht runter. Das hängt mit dem kleinen Verfall zusammen und damit wird das Ganze ein bisschen schwieriger hier für die Kleinzocker. Dementsprechend erwarte ich, dass die Geschichte heute und morgen sehr schwierig wird für die Märkte, weil diese Zero-DTE-Geschichte nicht mehr so wirklich funktioniert. Damit entfällt ein wesentlicher Treiber für diese Bewegungen. Und Kolarovic, einer meiner allerbesten Freunde, wie ich zugeben muss, warnt hier vor einem neuen Wormageddon 2.0. Wormageddon, Anspielung darauf, dass wann war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, meine Damen und Herren, da hatten alle auf einen fallenden Wix spekuliert, auch gerade eben Privatinvestoren, wie jetzt eben mit den Optionen. Und das klappte lange, bis es eben dann nicht mehr klappte. Und dann sind Tausende, haben viel Geld verloren, teilweise ihre Existenz verloren, weil der Wix dann eben explodierte. Hier sehen wir mal unten diese immense Explosion bei den Optionen und Low Quality is Rally Again. Das war gestern wieder mal das Muster, nämlich die Aktien, die mindestens 70% im Jahr 2022 verloren haben. Die sind gestern wieder mal dick gestiegen. Also wir sehen, das ist so diese Echoblase. Diese Werte waren es, die 2021 explodierten, 2022 implodierten. Und jetzt spielt man wieder die Explosion, die aber eben in diesem Umfeld aus meiner Sicht nicht funktionieren kann. Macht keinen Sinn, aber all das natürlich unterstützt auch zunächst durch einen Short Squeeze bei Hedge Funds, die Short in Tech gewesen sind, die jetzt immer mehr Long sind in Tech. Die hatten dann Tech-Short-Position eingedeckt und kaufen sich jetzt immer mehr in diese Rallye ein, fürchten, irgendetwas zu verpassen. Die Ausländer, wie jetzt veröffentlichte Daten zeigen, haben sich massiv schon im Dezember in US-Aktien eingedeckt. Und heute wichtig, Konjunkturdaten. Wir haben vor allem die Erzeugerpreise heute 14.30 Uhr. Da wird genau hinzuschauen sein. Dann haben wir Philadelphia Fed Index und natürlich auch die Erstanträge, Baugenehmigungen, solche Geschichten. Also da wird einiges wieder in Sachen Konjunktur der Fall sein. Aber die Märkte scheren sich derzeit nicht um Realitäten, aber irgendwann müssen sie sich scheren. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Hier sehen wir mal die Erwartung für PPI, also für die Erzeugerpreise, 5,4%, nach vorher 6,2%. Aus meiner Sicht nach den Inflationsdaten, nach den CPI-Daten, Risiko eher auf der Oberseite, was diese Zahlen betrifft. Und ja, das wird schmerzhaft. Jetzt hat das CBO, also praktisch das überparteiliche Kongressbüro, ermittelt, dass die ganze Geschichte ein bisschen teuer wird, nämlich jetzt wird man 19 Billionen in Schulden hinzufügen, laut CBO, und damit wird sich praktisch die Schulden der USA in Relation zum BIP bis 2053 verdoppeln auf knappe 200%, mit all den Folgen, die natürlich durch höhere Zinsen hier der Fall sind. Jetzt sagen natürlich viele, ja, die Fed kann nicht lange die Zinsen zu hoch halten, aber was bleibt ihr übrig? Wenn sie das nicht tut, dann wird die Inflation aus dem Ruder gehen und das zerstört, unterminiert das Vertrauen in alles, was der Fall ist. Also musst du versuchen, hast du eigentlich nur einen Schuss, diese Inflation wegzukriegen. Und da hast du eigentlich die Chance gehabt, zumindest sie ein bisschen, die Nachfrage ein bisschen zu dämpfen, als Jerome Powell, der diese Chance aber nicht genutzt hat, wahrscheinlich weil er politischen Druck hatte. Und jetzt auch sagt das CBO, also zwischen Juli und September könnten die USA dann zahlungsunfähig sein, wenn eben diese Schuldengrenze nicht angehoben wird. Kommen wir kurz noch zu den Märkten. Hier sehen wir S&P 500. Gap Fill wäre noch möglich. Wäre so im Bereich 4.175, 4.080 vielleicht durchaus drin, dann wäre da oben eine negative Divergenz im RSI zu erkennen. Auch die EZB hat sich jetzt in Gestalt unserer begnadeten Französin Madame Lagarde bekannt. Wir werden anheben die Zinsen um 0,5%. So hatte sie gestern vor dem Parlament in Straßburg gesagt, wo ja viele sitzen, die auch andere Einnahmequellen haben, heißt es. Und mal übergeordnet nochmal hier eine Statistik von Statista, die zeigt, wie stark Europa und die USA letztendlich übergeordnet an Bedeutung verlieren im Jahr 2025, also schon bald.
werden der Asiaten praktisch, also China plus Rest of Africa, Rest of Asia, werden so viel Strom verbrauchen, wie die Hälfte, werden die Hälfte des Weltstroms verbrauchen. Das zeigte, wie die Gewichte sich eben weiter verschieben. Und jetzt an unsere österreichischen Freunde möchte ich sagen, auch Österreich klebt am Gas aus Russland. Die haben ja eh keine Atomkraftwerke gehabt. Die Österreicher, jetzt müssen sie halt importieren. Was machen sie? Die brauchen ein russisches Gas nach wie vor. Also das ist interessant. Das werde ich Ihnen verlinken als Artikel. Und der zweite Artikel dann: Russland, durch die Sanktionen müssen die Lieferrouten immer weitergeführt werden. Hier wird ja viel rumgetrickst, aber diese Trickserei wird immer aufwendiger. Ein hochinteressanter Artikel, was da genau passiert und warum es immer aufwendiger wird. Also zwei Artikelempfehlungen. Schauen Sie mal rein, 14:30 bei die Erzeugerpreise. Jetzt sage ich Servus und Ciao.